Freunde, schaut euch an, was sich vor meiner Tür hat finden lassen. Die Vyro Evoke Mini. Ich habe das Ding noch nie geraucht, ich habe es noch nie ausgepackt. Wir packen die jetzt zusammen aus und werden sie auch zum ersten Mal zusammen testen. Vorne steht Vyro Evoke Mini mit dem Vyro Logo und dem gewohnten Vyro Design und Farben. Obendrauf das Vyro Logo, auf der Seite nur Design, auf der Hinterseite einmal Marv, mein Vorabmodell. Hier steht Mini und unten steht nichts und demnach können wir das Ganze jetzt auch einmal aufmachen. Wie üblich bei Vyro, Aeon und Co. werden wir wahrscheinlich zwei Packungen, zwei Etagen haben. Ist auf jeden Fall alles schön dicht verpackt. So, einmal hier die ganzen Pfeifenteile und unten drunter nochmal einen extra Karton mit der Bowl. Die Vyro Evoke kommt mit einer Standard Bowl mit einem Schraubgewinde, aber man kann sie mit einem Steckbowladapter natürlich erweitern. So sieht die Standard Bowl in der Frozen Variante aus. Hier Grobgewinde und gut verklebt das Ganze. Wir haben innen keine Klebereste, wir haben außen Bläschen haben wir gar nicht. Ja, das Frozen färbt natürlich noch ein kleines bisschen ab, die muss man dann einmal abwaschen, das sollte man sowieso mit einer neuen Pfeife machen. Und das war's für diesen Karton. Und wenn wir die Bowl dann mal kurz zur Seite stellen, haben wir hier noch den Pfeifenkarton Vyro Evoke Mini, kostenloses Mitglied, Vyro Club. Hier nochmal die Aufbauanleitung, hier sieht man auch nochmal den optionalen Steckbowladapter. Und ich würde sagen, wir gucken uns mal die Teile an. Hier der Teller, wieder mit der ähnlichen Wölbung wie bei der großen Vyro Evoke schon. Und in der nächsten Stufe haben wir die vier Schlauchanschlüsse, die standardmäßig auch alle mit dabei sind. Und auch wenn auf der Aufbauanleitung steht, dass das Ganze optional ist, haben wir hier noch den Steckbowladapter. Können wir uns gleich nochmal angucken. Hier haben wir einmal die Base, die sich meines Erachtens nach gar nicht verändert hat. Was sich aber verändert haben wird, ist auf jeden Fall die Rauchsäule. Die ist nämlich deutlich kürzer geworden, als das noch bei dem großen Bruder war. Hier und hier kommen Schrauben rein. Ich weiß gar nicht, welche standardmäßig jetzt hier schon drin sind. Das können wir uns einmal angucken. Dazu schrauben wir einfach einmal die Kappe auf und wir haben hier die Plastikkugeln drin. Und in die Anschlüsse machen wir dann am besten die Metallkugeln. Wenn das bei euch nicht klappt mit Metall und Plastik, sodass ihr angenehm entlüften könnt, dann könnt ihr einfach versuchen, die Kugeln nochmal zu tauschen. Dann sollte das ein bisschen besser funktionieren. So, wenn das fest ist, können wir hier unsere Rauchsäule anschrauben. Gewinde laufen auf jeden Fall wie gewohnt gut. Und dann haben wir hier noch das Tauchrohr, wieder mit umdrehbarem Diffusor. Wichtig, damit wir den nicht verlieren, ist das sehr, sehr gut. So ist der Diffusor nicht aktiv. Wir haben ihn aber trotzdem am Tauchrohr, können ihn also nicht verlieren. Das kennen wir aber schon. Ich würde sagen, bei kleinen Pfeifen rauchen wir erstmal mit Diffusor und schrauben dann noch von unten das Tauchrohr an. Auch das läuft wieder butterweich. Dann haben wir hier noch einen Kopfadapter und einen Schliffanschluss. Da kommt jetzt der Teller dazwischen. Das heißt, wir nehmen uns den Teller, Kopfadapter durch, Schliffanschlussstück von unten gegenschrauben. Und dann haben wir den Teller fertig. Den können wir dann hier oben reinstecken. Dann ist unser Teller montiert. Ein Kopfanschluss ist ebenfalls noch mit dabei. Und dann haben wir... Ah, wir haben gar keine kleinen Kugeln mehr dabei. Das heißt, oben sind auf jeden Fall die Plastikkugeln. Und können wir uns überlegen, ob wir Edelstahl oder Glas, beziehungsweise, ich schätze mal, das sind POM-Kugeln, in die Base reinpacken wollen. Ich denke aber, die bessere Konfiguration wird Metall sein. Wird zwar ein bisschen schwerer gehen, aber können wir uns dann auf jeden Fall nochmal anschauen. So, dann haben wir hier noch die Schlauchanschlüsse inklusive den Schliffanschlussstücken. Da muss dann noch eine Kugel dazu gelegt werden. Die können wir aber erstmal anschrauben. Und ich werde die vier Metallkugeln reinmachen. Und wenn wir alle Schliffanschlüsse drin haben, können wir das beiseite packen. Schnappen uns noch die Bowl, schrauben die Pfeife einmal auf die Bowl und dann ist die Pfeife fertig aufgebaut. Und so sieht die aus, die Vyro Evoke Mini. Gut, ich spiele die Pfeife einmal durch, mache mir ein Köpfchen an und dann sehen wir uns zum Ersteindruck. So, Freunde, Ersteindruck Evoke Mini von Vyro. Großen Bruder kennen wir ja schon. Jetzt gibt es noch eine kleine süße Variante. Für 135 Euro kommt das Ganze zu euch. Größe, den trusty Zollstock auspacken. Die große Vyro Evoke ist 54 cm hoch. Die neue hingegen nur 38. Also gut was weggekommen an Größe. Aber, und das ist das Wichtige, nichts an Features weggekommen. Was die Features sind, wie sich die Pfeife so raucht, mein kleiner erster Eindruck. Jetzt. Aber erstmal muss ich einen Zug nehmen. Ich habe mir einen Kiwi-Smoothie zusammen mit dem Focke Life Zitrone-Minze gemacht. Sehr gute Kombination. Genau, Vyro Evoke Mini, mein Ersteindruck. Die Pfeife hat der Mo gestern Abend vorbeigebracht. Full Review reicht leider nicht bis zum Release. Es ist das erste Mal, dass ich die Pfeife rauche. Bis jetzt aber auf jeden Fall sehr, sehr gut. Wir haben die gewohnten Evoke-Feature. Das heißt, wir haben einen Tellerschliff, wir können das hier abmachen. Wir haben vier Schlauchanschlüsse, wo auch alle schon mit dabei sind, auch alle Schliffanschlüsse schon. Wenn ihr alleine raucht, könnt ihr natürlich eine Kugel rausmachen. Das habe ich auch schon getan. Das heißt, in meinem Anschluss ist jetzt keine
Kugel drin. Übrigens passt sehr, sehr gut hier oben drauf zum Aufbewahren. Mitgedacht, Viro. Sehr gut. Das heißt, ich kann jetzt natürlich die ganze Zeit entlüften. Ich habe einen deutlich besseren Durchzug. Ich habe keine Kugel, die im Weg liegt. Das ist sehr, sehr nice. Wenn ihr aber mit mehreren Leuten raucht, ist das denkbar einfach. Ihr nehmt kurz euren Schlauchanschluss raus, werft diese Kugel da rein und schon könnt ihr 4 Schläuche anschließen und auch mit allen rauchen. Müsst natürlich darauf achten, dass hier alles schön zugedreht ist. Wenn ich jetzt versuche zu entlüften, geht da nichts, ich puste gegen die Kugel, funktioniert nicht. Wenn ich aber ziehe, dann das Ding kurz aufdrehe und dann puste, kann ich entlüften. Das war ja schon das geniale Feature von der großen Evoke. Entlüften, einfach wieder zudrehen und dann könnt ihr weiter rauchen. Das kann natürlich auch jeder an den anderen Anschlüssen machen. Aber wenn ihr alleine raucht, würde ich auf jeden Fall empfehlen, die Kugel rauszunehmen. Dafür einfach kurz den Schlauchanschluss abdrehen, Kugel rauskippen, gut aufbewahren, Schlauchanschluss wieder dran schrauben, Schliffanschluss wieder rein und schon kann es weitergehen. Also ich habe ja schon bei der großen Evoke gesagt, der Durchzug ohne Kugel ist insane und so ist das auch bei der kleinen. Ich glaube übrigens, die Base ist fast baugleich. Das heißt, selbst Leute, die einen krassen Durchzug suchen, aber jetzt vielleicht nicht unbedingt auf dem 4-Schlauch-Pfeifentrip waren, könnten mit der Evoke Mini trotzdem happy werden. Und man hat immerhin die Möglichkeit, mit 4 Leuten zusammen zu rauchen an einer Pfeife. Dann natürlich mit Kugel, dann ist der Durchzug auch immer noch gut, aber nicht mehr geisteskrank. Ich würde sagen, mit der Kugel drinne ist der Durchzug so eine solide 7,5. Macht man die Kugel raus, ist das instant eine 9,5. Mit der Kugel, guter Durchzug. Ohne die Kugel, überragender Durchzug. Also kostet natürlich ein bisschen was an Durchzug die Kugel. Das ist aber normal. Das ist bei jeder 4-Schlauchpfeife so. Das lässt sich leider nicht anders umgehen. Es muss ja irgendein System geben, was verhindert, dass die anderen Leute, die hier mitrauchen, Luft ziehen. Was wir auch schon von Evoke kennen, ist dieses Teil hier. Das ist ein Steckballadapter. Sprich, wenn wir dieses Teil von unten an die Base schrauben, können wir alle kleinen Steckballs benutzen, wie wir wollen. Hier zum Beispiel die Viro Cut Bowl, die gibt es einmal in Clear und die gibt es in Grau. Da hat sich aber auch was geändert und zwar gab es die vorher noch in Farbe. Da hat sich aber oft die Farbe gelöst. Der Support hat sich aber darum gekümmert. Wenn bei euch die Farbe abgegangen ist, habt ihr hoffentlich dem Support geschrieben, dann habt ihr eine neue Bowl bekommen. Das heißt, jetzt gibt es sie leider nicht mehr in Farbe, es gibt sie aber noch in Grau. In Grau ist das Ganze jetzt aber gefärbtes Glas und keine Beschichtung mehr, wie es vorher bei den Farben war. Also die Beschichtung war leider nicht so gut, hat Viro jetzt geändert. Ist gefärbtes Glas mit der grauen oder in Clear gibt es natürlich überhaupt keine Probleme. Und falls jemand eine Bowl sucht, die nach ein bisschen mehr aussieht als so eine ganz normale Steckbowl, aber nicht so viel Geld ausgeben will, dass er direkt bei Preisen von Caesar bei 150 bis 200 Euro ist, dann könnte die auf jeden Fall sehr interessant sein. Die Pfeife kommt nächsten Donnerstag raus und kam auf jeden Fall ziemlich überraschend. Ich finde es sehr, sehr nice, dass wir die Evoke nochmal in kleiner haben. Ich bin ja jemand, der sowieso lieber kleine Pfeifen mag und von daher kommt die mir sehr gelegen. Und vor allem, wenn man irgendwie mal mit 4 Leuten rauchen will, aber unterwegs ist oder eine Pfeife mit zu Freunden nehmen will, wo dann auch mehrere Leute mitnehmen, weiß nicht, ein Geburtstag oder so, dann ist die Evoke Mini auf jeden Fall 1000-mal praktischer als die große Evoke. Große Evoke für zu Hause auch schon sehr, sehr praktisch gewesen und natürlich kann man auch die Mini super zu Hause rauchen, aber zum Mitnehmen ist das auf jeden Fall ein sehr geiles Paket. Eine Sache, die mir vom Ersteindruck nicht so gefällt, wir hatten ja bei dem Teller diese Wölbung oben. Bei dem großen Teller ging es außen aber nochmal ein bisschen nach oben. Das fehlt jetzt bei dem kleinen Teller fast komplett. Das heißt, wir haben hier eine Wölbung nach unten und dann einen fast gerade auslaufenden Teller. Also ob der Teller überhaupt noch was bei runterfallen der Kohle bringt, weiß ich nicht. Ich würde da sowieso niemals Kohle drauflegen. Holt euch einen Kohlekorb. So habt ihr eure Kohle sicher verstaut. Aber wenn mal von hier was auf diesen Teller runterfallen würde, weiß ich nicht, ob das nicht einfach runterpurzeln würde. Könnte ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Wäre ich jetzt skeptisch, ist halt mein Ersteindruck. Ich konnte es leider nicht testen in der kurzen Zeit. Aber ja, ich denke, das könnte leider passieren. Abgesehen davon haben wir gewohnte Viro-Verarbeitung, also alles im optimalen Bereich. Keine Kratzer, die Gewinde laufen wunderbar. Das ist alles tipptopp. Also da kann man nicht meckern. Der Kohleteller ist okay entgratet, würde ich sagen. Ist jetzt nicht mein Traumszenario, aber ist akzeptabel. Es ist aber auch eine relativ günstigere Pfeife. Da sollte man jetzt nicht mit den gleichen Qualitätsansprüchen rangehen, wie zum Beispiel bei einer Edition 4 oder sowas von einer Aeon. Da muss natürlich alles tipptopp sein. So Kleinigkeiten wie nicht perfekt entgrateter Teller kann ich bei einer 135-Euro Pfeife auf jeden Fall nachsehen. Aber die wichtigen Punkte sind auf jeden Fall abgehakt. Ich habe keine Blasen im Glas. Das Frosted bei der Variante sieht sehr geil aus. Übrigens, es gibt die Pfeife für 135 Euro mit der Frosted Bowl oder mit einer Clear Bowl. Je nachdem, was euch lieber ist, könnt ihr euch das da aussuchen. Aber das absolut geniale Feature an der Evoke, wie schon bei der großen, als auch jetzt bei der kleinen, ist natürlich, dass man kurz an dem Schlauchanschluss drehen kann, um zu entlüften, selbst wenn man mit 4 Leuten und den Kugeln raucht. Es gibt eigentlich nur günstige 4-Schlauch-Pfeifen, wo man gar nicht entlüften kann oder dann extrem teure Pfeifen, wo man rauchen kann und entlüften kann, ohne dass man was machen muss. Da reden wir aber von mindestens 360 Euro, die man ausgeben muss. Und in dem ganzen Bereich dazwischen gab es nichts, bis die große Evoke rausgekommen ist. Jetzt kommt die kleine und hat dasselbe Feature.
Feature und das bei einer Pfeife aus Full Edelstahl für 135 Euro, was extrem nice ist. Jetzt könnte man natürlich sagen, ein Nachteil von der Pfeife ist ihr, ich sag mal, schlichtes Design oder nicht anpassbares Design. Das ist aber nur zum Teil richtig, weil es gab auch schon für die große Evoke den Evoke Mod Adapter und auch den Evoke Mod Schliff Adapter. Es gibt ein Teil, was man kaufen kann von Viro, sodass man alle Viro Sleeves, also es gibt ja schon für diverse extrem viele Sleeves, und die kann man dann auch alle auf diese Pfeife packen. Dann würde man allerdings den Schliffanschluss verlieren, aber dafür gibt es dann nochmal einen Adapter und dann hätte man ein Viro Sleeve und auch noch den Tellerschliff. Das heißt, wenn das jemandem von euch wichtig wäre, diese Pfeife umbauen zu können, dann geht das nach wie vor. Man muss sich eben nur den Mod-Adapter holen. Sind natürlich keine geisteskranken Neuerungen. Ich denke, deswegen kam die Pfeife auch relativ spontan und ohne riesen Ankündigung. Sind aber trotzdem sehr, sehr coole News, weil die Evoke schon eine geile Pfeife war. Das Ganze jetzt vor allem nochmal in günstiger und in kleiner mit den gleichen Features ist meiner Meinung nach eine sehr nice Sache. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr sagt zur Viro Evoke Mini. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr gebt dem Video noch einen Daumen nach oben oder lasst sogar ein Abo da. Und dann bis zum nächsten Mal. Eure Shisha WG.